Herzlich willkommen zu Alle Spiele, Alle Tore, live auf Teleclub. Heute mit den Partien Basel gegen Thun, Zürich gegen Sion und Lugano gegen St. Gallen. Drei Anwärter für die Europa League, die dreimal eine Mannschaft mit dem Abstiegskampf empfehlen. Das ist Alle Spiele, Alle Tore vor fünftletzter Runde in dieser Super League-Saison. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Schön, seid ihr an diesem heutigen Abend mit dabei. Und schön ist natürlich auch der Pascal Zuberbühler mit dabei. Wir haben zusammen doch ein bisschen etwas zu besprechen heute. Hallo, guten Abend. Starten tun wir eben beim Duell Nummer 1 Europa League-Kandidat, der FC Zürich gegen einen Abstiegskandidat, zumindest im Moment noch der FC Sion. Die beiden Mannschaften mit unterschiedlichen Trends. Der FCZ zuletzt so ein bisschen im Teuf, der FC Sion zuletzt durchaus in einer guten Verfassung. Und frage natürlich an Chris Augsburger, der für uns im letzten Grund ist. Chris, wer hat denn heute die Trendwende geschafft oder können weiterziehen? Ja, das ist noch schwierig zu beantworten, Lukas, weil wir haben wirklich wahnsinnige 90 Minuten gesehen. 6 Goal insgesamt, eine rote Karte und am Ende heisst 3:3 unentschieden. Der FC Zürich holt also nach einer kleinen BS wieder einen Punkt. Und Sion, ja, die lassen wieder Punkte liegen, weil die Geschichte von dieser Partie, die ist doch sehr, sehr brisant. Und einer, der eben die Geschichte auch prägt, ist der Michael Frey vom FC Zürich. Ich glaube, wir müssen anfangen. Torflaute seit dem 29. November beendet mit einem lupenreinen Hattrick. Ja, das ist sehr schön für mich. Endlich ist der Knoten Platz. In der ersten Halbzeit haben wir viel falsch gemacht. Und in der zweiten haben wir extreme Moral gezeigt wieder. So wie schon oft die Saison. Aber es ist eigentlich nicht nötig, dass wir immer so zurückkämpfen müssen. Weil wir können von Anfang an einfach normal spielen. Auch ich habe in der ersten Halbzeit zu wenig gut umgeschaltet. Aber jetzt im Nachhinein können wir zufrieden sein mit dem Punkt, obwohl dass wir schlussendlich noch hätten gewinnen können. Aber dass der FC Zürich in Rücklage war, hat zu tun mit der 7. Minute und der ersten effektiven Sion-Chance. Das ist ein Eckballtreter von Anto Gürgic und Jan Bammert, der in der Mitte wie völlig vergessen hat, Michael Frey. Also der hat die Zustimmung im 16er nicht gestimmt. Ja, ich glaube, einer hat seinen Mann nicht im Auge gehabt. Jetzt haben wir schon ein paar Standard-Goal bekommen. Das müssen wir unbedingt abschalten. Aber da werden wir sicher Schwerpunkte drauf legen auf das nächste Wochenende. Und dann probieren wir dort zu Null spielen, dass wir keine Goal mehr bekommen bei Standards. Und da hat es eben die strittige Szene in der ersten Halbzeit, die viel Gesprächsstoff geliefert hat. Die rote Karte gegen Rasmus Telander. Er ist dort im Laufduell mit dem Cunha. Und jetzt ist die grosse Frage: Ist er der letzte Mal? Ja, nein. Wie schätzen Sie das Ganze? Also, ich glaube, da ist noch einer. Ja, es kommt schon noch ein Ideen neben dran. Es ist schwierig zu sagen. Ich müsste es auch noch mal genauer anschauen. Ja, es ist unglücklich, dass es der Rote gibt, der merkt das Spiel. Ja, ist halt jetzt so, müssen wir akzeptieren. Wir haben ja dann schlussendlich noch gekehrt. Genau, aber bevor sie es eben gekehrt haben, war es der FC Sion, der kurz nach der Pause, nach dem Pausentee in Führung ist gegangen. 56. Minute, der Cunha beschäftigt hier den Kevin Rüegg vom FCZ. Und dann kann der Schuss vom Cunha durch den Rajani Sprecher nur bis zum Tom abgewehrt werden. Und der trifft einfach. Ja, es ist unglücklich, dass er... Gut, zum Gegenspieler ist gegangen und der haut dann auch schön rein. Ja, es ist das Gegengoal, den müssen wir unbedingt abschalten. Das ist ein einfacher Gegengoal. Aber eben, das kommt mit der Zeit. Wir sind immer noch eine sehr junge Mannschaft und ja. Ja, soll ich sagen. Es ist noch schwierig. Aber ja. Das waren jetzt 3 Aktionen, hauptsächlich vom FC Sion. Und ich bin mir sicher, dass Michael Frey die kommenden 3 Szenen lieber analysiert. Die 13 Minuten von ihnen angefangen, jetzt nämlich in der 59. Minute. Herrlicher Doppelpass und der Abschluss. Ja, der Rafa legt sich schön weiter mit der Hacke, überragend. Und ich auseinander mit dem Spitzgagel. Ja, der Goalie spekuliert, glaube ich, dass ich auch für 2 schieße, aber ja. Schönes Goal. Was war mit dieser Szene? Was? Gäste Richtung Trainerbank? Das war nicht gegen Trainerbank, das ist echt, ja. Ja, vielleicht muss solche Sachen muss ich auch nicht machen, aber schon aus den Emotionen raus. Also, und dann schauen wir doch die schönen Emotionen an aus Zürcher Sicht, nämlich der 2. Treffer. 104 Sekunden haben sie nur gebraucht und dann ist der Ball schon wieder im Netz. Ja, eben, manchmal geht es fast 2-3 Minuten, bis du wieder reinholst. Und dann machen sie in 2-3 Minuten machen sie gut nacheinander. Und eben, das ist Fußball. Das Spiel auch im Kopf, muss ich leider sagen, mittlerweile. Aber es ist umso schöner, eben, dass sie heute Hattrick können machen. Also die Pause, aber sie sind einmal im Kader, dann zweimal als krank gemeldet. Die scheint ihnen gut da zu haben, weil in der 72. Minute dann kommt eben der lupenreine Hattrick von Michael Frey zum 3. für den FCZ. Ja, ich glaube, jetzt setzen wir schön durch und dann ja, schießen sie in die nächste Ecke und die Freude ist gross. Vielleicht kann er sich auch noch lackieren da.
dann wäre es vielleicht faul. Aber es ist ein fairer Spieler, der sich nicht abgefallen. Also, und sie nehmen natürlich die 3 Goal sehr gern. Zu dem Zeitpunkt also der FC Zürich mit 3-2 in Front. Am Ende, Sie wissen, ich habe es vorher gesagt, hat sie im letzten Grund 3-3 geheißen. Und das ist eben der Grund dafür. Und dort, ja, das müssen wir so sagen, sieht der Janik Brecher im Goal von Zürich nicht gut aus. Ja, das weiß ich sicher selber, dass er den muss haben. Aber der Janik hat mich schon ein paar Mal geredet. Er hat heute wieder ein paar überragende Paraden gehabt, muss man auch sagen. Aber in dieser Aktion, ja, das passiert halt. Aber jetzt kommt schon das nächste Spiel. Das muss man nicht vergessen, abhaken. Er hat schon ein paar Mal gerettet. Und jetzt in diesem Spiel ist es halt so. Aber der Janik ist ein überragender Goal. Das wissen wir auch. Wir sind sehr froh, haben wir ihn hängen. Und Hankerum, wenn man den Spielverlauf anschaut, nimmt man den Punkt gerne aus Zürcher Sicht? Ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn man einmal weniger ist und dann, ja, sie drücken praktisch die zweite Halbzeit durch. Wir waren sehr effizient gewesen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ja, mit dem Punkt sind wir sehr zufrieden. Also, ich gratuliere Ihnen nochmal persönlich natürlich zum lupereinen Hattrick. Danke vielmals, danke schön. Michael Frey. Merci, danke. Also, der Michael Frey nimmt den Punkt sehr gern hier gegen FC Sion. Aber der Trainer vom FC Sion, eben der Maurizio Jacobacci, der hat doch zu hadern gehabt, so direkt nach dem Schlusspfiff. Ja, es ist schade. Wir haben alles in den Hängen oder in den Füßen haben es fahrlässig Zürich ins Spiel gebracht. Noch einmal. Aber gleich noch nach dem 3-3 hatten wir noch die ein oder andere Chance gehabt, wo der Brecher nachher sehr gut gehabt hat und ein Pfostenschuss war. Und von daher gesehen, ja, hätten wir das Spiel gleich am Schluss müssen gewinnen. Es ist jetzt ein Punkt, nehmen wir mit. Aber wir werden sicher das müssen aufarbeiten, weil es dürfte eigentlich uns nicht passieren, wenn man 2-0 führt. Jetzt hat man vor einer Woche gegen Basel einen Punkt geholt, der mehr drin wäre gelegen. Heute auch nur ein Punkt aus Walliser Sicht. So wird es auch schwierig im Abstiegskampf, dort ein bisschen Luft zu verschaffen. Ja gut, wir versuchen immer auf den Platz zu gehen, um die Spiele zu gewinnen. Und klar darf man das nicht so aus der Hand geben, wie wir es heute gemacht haben. Weil das könnte uns nachher noch das Knick brechen am Schluss. Aber noch einmal, heute haben wir einen Punkt geholt, wo es irgendwann mal 3-2 für Zürich war, aus dem Nichts raus. Und wir haben sicher einen oder anderen Fehler gemacht, der einfach uns nicht passieren darf. Punkteteilung also hier im Stadion. Letzte Runde zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion. Eine rote Karte haben wir gesehen. 6 Goal insgesamt. Also ich glaube, der Fußballfan, der an diesem Sonntagnachmittag im Stadion war, ist definitiv auf seine Kosten gekommen. Ich werde noch mal schnell kurz zurückkommen zum Michi Frey. 3 Goal, zuerst suspendiert, dann krank, heute Hattrick. Also irgendwie so wirklich normal geht es nicht. Ja, das ist typisch Michi Frey. Bei ihm weiß man nie, woran das man ist. Er hat heute bewiesen, dass er ein Highsporn ist, das weiß er auch. Aber er muss sich definitiv besser in den Griff bekommen, weil er hat auch noch das Liebling nach vorne gerührt, nach einem Goaljubel und so weiter. Und da kommt auch noch Karten über. Das sind Sachen, wo dich stressen als Trainer. Und da muss er abschalten, weil er weiß, wo das Goal steht. Und so Sachen braucht es einfach nicht. Und da muss er sich noch ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Also, unser nächstes Duell Mannschaft im Abstiegskampf gegen eine im Kampf um den Europa-League-Platz ist das zwischen Lugano und dem FC St. Gallen. Zwei Mannschaften, die erst vor kurzem Trainer gewechselt haben. Bei St. Gallen da steht unter anderem jetzt eben der Borok Kuzmanovic an der Seitenlinie. Und natürlich interessiert uns eben jetzt aus dem Corner Edo Gianni Wieler, ist das Debüt von Borok Kuzmanovic erfolgreich verlaufen? Nein und nochmal nein, weil die St. Gallen die verlieren eben jetzt zum dritten Mal in Serie ein Spiel, heute auswärts beim FC Lugano und verlieren damit auch wichtige Punkte im Kampf um die Europa League. Das wird dem Mann, den wir jetzt bei uns im Studio können begrüßen, allerdings ziemlich egal sein. Joel Kiasumbua, herzlich willkommen und herzliche Gratulation zu dem wichtigen Dreier für den FC Lugano. Und ich gehe mal davon aus, dass es balsam für Ihre Seele. Sie haben es auch nicht einfach gehabt in den letzten Wochen, wo sehr viel Kritik über Sie und in dieser Saison über die Goalies vom FC Lugano geprasselt ist. Ja, auf jeden Fall. Wir sind super happy, dass wir jetzt die 3 Punkte heimatlich können einfahren können. Ja, jetzt wie mit dem 3-3 Sion ist für uns natürlich auch noch mal ein Vorteil. Und, ja, ich bin erleichtert auf jeden Fall. Also, es war nicht immer einfach, aber ja, ich bin happy. Also, und ich glaube, happy macht es eben auch die Szene, die wir jetzt zusammen werden anschauen werden. Zum Beispiel das aus der 18. Spielminute. Es war der Führungstreffer für den FC Lugano. Der Jonathan Sabatini heute Jubilar, 200 Spiele und leitet das Goal gerade selber ein. Wie haben Sie es gesehen von ganz hinten? Ja, jetzt, wenn ich es nochmal auf dem Bildschirm kann, ist das natürlich noch eine andere Ansicht. Aber ich mag es ihm gönnen. Er nimmt den Ball super mit und schließt ihn dann am ersten Pfosten ab. Und ich freue mich umso mehr, dass gerade im Jubiläum ihm schon ein Goal gelungen ist. Ja.
Also das der Führungstreffer für den FC Lugano in der 18. Spielminute. Wir springen in Halbzeit Nummer 2. Es gibt ja ab und zu im Fußballszene in einem Mittelfeld, wo der eine den anderen hebt, der eine geht, der Schiedsrichter pfeift. Im Strafraum ist die Situation eben manchmal ein bisschen anders. Es hat zwei Szenen gegeben, die wir mal rausgelegt haben. Die Situation, Sie sind dort mit drin, haben, dass das nächste Nähe sieht. Aprella gegen Iten. Kann man auch mal pfeifen? Ja, also jetzt, als ich es aus dieser Position sehe, kann man pfeifen, aber der Schiri hat in dem Moment für uns entschieden, umso besser. Dann schauen wir noch auf den Penalty-Punkt in der Mitte, Nassim Ben Khalifa gegen Aprella. Nochmal so eine Situation. Hat man das nötige Glück heute auch ein bisschen in Anspruch genommen? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt in der zweiten Szene ist es eher weniger ein Penalty, wenn ich sie mit der ersten vergleiche. Aber ja, wie gesagt, wir haben das Glück heute auf unserer Seite gehabt. Und ist jetzt so, wie es ist. Am Ende sind sie der strahlende Gewinner, auch dank dem Goal in der 86. Minute durch den Carlinhos, der dann den Deckel drauf gemacht hat. Wunderschön sein Goal zum 2:0. Ein richtig brasilianisches Goal. Ja, der Junior ist in einer super Form. Er hat schon einige wichtige Goal geschossen für uns und hat auch jetzt wieder bewiesen, dass er ein Top-Stürmer ist. Und es war wichtig in dem Moment. Es war eine Erlösung. Und ja, ich bin froh, dass es geklappt hat für ihn. Also das der 2:0 Treffer. Und wenn Sie zuhause jetzt das Gefühl haben, ja, da war der Mist Garettle, das war eben in dem Moment nicht wirklich der Fall der FC St. Gallen. In der zweiten Halbzeit doch um einiges besser gespielt hat als noch in der ersten Halbzeit. Und sie sind nochmal angekommen, kurz vor Schluss, der Anschlusstreffer von Marco Aratore, wo es dann noch eine kleine Rudelbildung gegeben hat, wo der Aprella noch mit Rot vom Platz geflogen ist. Vielleicht auch Ihre Sicht von dem Ganzen? Ja, ich glaube, wir lassen ihnen etwas zu viel Platz im 16er, aber sie kombinieren es auch gut im Gegengoal. Ja, bei der Situation dort ist normal und jetzt sind, da kochen die Emotionen ein bisschen hoch und das ist, glaube ich, in dem Moment der Fall gewesen. Ich habe versucht, die Spieler auseinanderzunehmen und versucht, für Ruhe zu sorgen. Und, ja, es ist blöd, dass wir in dem Moment noch mal ein Goal kassieren, aber Gott sei Dank ist nichts Schlimmes passiert. Blöd vor allem für den Goalie, der unter Druck ist, der gerne mal wieder zu Null spielen wie gegen Sion. Zuletzt, jetzt hat man 7 Punkte Vorsprung auf Lausanne. Wie viele Punkte braucht man, bis man kann sagen, Lugano ist definitiv gerettet? Ja, ich will jetzt nicht gross rechnen. Ich weiss nur, dass wir jedes Spiel Vollgas gehen müssen. Wir schauen jetzt Spiel für Spiel. Wir haben gewusst, dass heute das Finalspiel ist. Das haben wir jetzt zuhause können für uns entscheiden. Jetzt schauen wir weiter aufs nächste Wochenende. Also, dann wünschen wir viel Glück beim Auswärtsspiel gegen den FC Luzern. Danke vielmals für den Besuch hier bei uns im Studio, der Joel Kiasumbua. Eine Thematik müssen wir noch abhandeln. Der Peter Zeidler. Man hat ja schon viel gemunkelt, dass er der Nachfolger soll werden von Giorgio Contini. Er ist heute im letzten Grund schauen. Zürich gegen Sion. Sion, in 2 Wochen der Gegner vom FC St. Gallen. Ich kann Alain Sutter zu dieser Thematik eben auch noch kurz fragen. Und ob es ein Zufall ist, dass der Peter Zeidler heute im letzten war? Das weiss ich nicht, keine Ahnung. Wäre er aber ein möglicher Kandidat, der ins Anforderungsprofil von Ihnen als Sportchef passt? Ja, über Personalien rede ich nicht. Das ist müßig, wenn wir dann, uns entschieden haben und es unterschrieben ist, dann werden wir es vermelden. Und sonst Wasserstandsmeldungen gebe ich nicht ab. Super, danke vielmals. Also, vielleicht bin ich ein Schelm, wenn ich da jetzt etwas rein interpretiere. Ich bin aber vermutlich nicht der Einzige. Also, Lugano gewinnt das Heimspiel. Die ganz wichtigen 3 Punkte bleiben im Tessin. Und der FC St. Gallen, jetzt fängt es an zu regnen. Das ist gerade gut, weil dann gehen wir ab wieder zurück zu euch auf Basel ins Trocken. Also, das ist doch ganz, ganz interessante Angelegenheit hier. Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wie es dann mit dem möglichen Trainer weitergeht. Und jetzt kümmern wir uns um das Spiel, das hier hat stattgefunden im Basel St. Jakob Park, Basel gegen FC Thun. Das eine Mannschaft, die sich schon qualifiziert hat, natürlich für Europa, gegen eine, die noch mit im Abstiegskampf steckt. Beide sehr, sehr gut in Form. Seit 6 Spielen beide ungeschlagen. Und heute, ja, da ist so ziemlich alles schief gegangen, Guillaume Favre, wo man wahrscheinlich hätte können schief gehen. Nach 6 Spielen, wo man so gut gespielt hat, wieso hat es heute nicht wollen? Ja, schwierig zu sagen, so wie du sagst. Es ist alles schlecht gelaufen heute und alles gegen uns. Aber ich glaube, wie wir das Spiel angefangen haben, am Schluss gibt es keinen Zufall, dass wir das Spiel verlieren. Wir waren zu lieb und Zweikampfverhalten war sicher nicht gut. Und also, wenn du 2:0 im Rückstand bist in Basel nach 15 Minuten, also, ja, dann wird die Arbeit schwierig. Ein mutiger Auftritt haben wir uns erhofft, nach dem Wort von Marc Schneider vor dem Spiel. Es war ja auch schon in der 7. Minute der FC Basel, der eben vorgelegt hat. Der Valentin Stocker war es. Und eben die Defensive, nehme ich an, hat jetzt dir angesprochen mit dem, der nicht ganz so war. Ja, da sieht man, dass ihr ein bisschen allein gelassen werdet, oder? Absolut. Und ja, also es fängt mit einem
Einwurf gegen uns. Und ja, da sind wir sicher nicht parat. Und ja, in unsere 16 Meter, das muss einfach. Ja. Sie stehen einfach nur um den Ball herum. In dieser Situation muss man drauf gehen. Fucking nicht viel zu einfach. Da muss man pressen, da muss man etwas machen. Aber wir sind komplett in den Ohr gelaufen. Wir sehen es bei dem Goal mit 2-0. Es war so einfach, der Fabian Frey als Innenverteidiger kann durchlaufen. Und da sind dann noch das Vierte gegen zwei. 4-2 stehen da und dann geht es ganz einfach. Ball in die Tiefe, Spoko, Laupo hinten angelaufen, Campo 2-0. Also das ist, da habt ihr euch wirklich über die Tölpel gelassen. Hinten dran, steht nicht auf einer Linie, das war nicht gut gewesen. Also der Samuele Campo da hier mit der Premiere. Für ihn ist das erste Goal im Dress vom FC Basel und auch für Fabian Frey ist es eine Premiere gewesen. Die zweite von drei, die wir für ihn haben, am heutigen Abend auch mit seinem ersten Assist nach der Rückkehr. 6 Gegengol hat man heute insgesamt bekommen in der Defensive. Jetzt so, das ist doppelt so viel wie in den letzten 6 Spielen. Warum hat es in dieser Defensive heute nicht geklappt? Ist man mental zu wenig parat gewesen, weil man weiss, man, gegen Basel hat man ja, seit 21 Spielen nicht mehr gewonnen? Ja, ich glaube schon, dass mental, dass wir nicht parat sind vor dem Spiel. Also, wir haben klare Ziele für das Spiel. Also mutig auftreten und nach vorne verteidigen. Und das haben wir das, also, am Schluss nicht gemacht. Und, ja, es ist ein Spiel, wo schlecht gelaufen ist. Also man muss auch nicht in Krisensitzung setzen. Also wir müssen weiter schauen und einfach das Spiel anpacken und das nächste Spiel gegen GC gut vorbereiten. Nach 40 Minuten hatten wir dann nämlich eigentlich das Gefühl gehabt, dass der FC Thun doch noch ins Spiel findet. Und dann ist das erste Lebenszeichen gekommen, der Dejan Sorgic mit dem Anschlusstreffer zum 2-2. Wunderbar vorbereitet vom Tosetto. Ja, wunderbare Flanke. Super Flanke. Das war auch eine Aktion, die es in Thun hatten. Aber die haben es gerade verwertet. 2-1. Und dann hätte man ja meinen, so, jetzt bin ich gespannt, zweite Halbzeit, jetzt geht es los, jetzt haben wir noch mal die Chance. Die erste Halbzeit kann man abhaken, fertig, das sagt Guillaume richtig. Aber in dieser Situation ein wunderschönes Goal. Wir kommen aus dem Nichts wieder dran an. Und dann sind wir ja alle gespannt auf die zweite Halbzeit. Ja. Und dann ist eben eine weitere Premiere gekommen. Nach der Halbzeit dann wieder auf Seite des FC Basel. Das erste Goal im ersten Spiel in der Stammformation für Neftali Manzambi. Ja. Das ist ein Einstand nach Mass, würde ich sagen, für den jungen Mann. Der Satz von Michi Lang. Ja, man sieht hier, wir probieren hinten raus zu spielen. Kurzer Pass zum Laupar und dann steht man rundum. Man steht rundum, wir warten. Manzambi kann die Ecken aussuchen, wunderbar gemacht, sensationell. Und schon steht es 3-1. Und der Mann der kann eben nicht nur offensiv, also das die freche Aktion offensiv, aber er kann eben auch defensiv. Und auch dort hat er eben seine Arbeit wunderbar gemacht, weil in den Schlussminuten, da rettet er dann nachher am FC Basel den, eigentlich das Resultat, zumindest könnte man sagen, 5-1. Und ja, er steht da hier am Ort, wo der Verteidiger eben muss stehen. Und der Goalie, der dort natürlich auch froh ist, oder? Genau. Also das gehört dazu. Also bis zum Schluss die Aktion fertig machen und alles probieren, um Goal zu verhindern. Also natürlich auf Seite vom FC Thun. Ein bisschen unglücklich haben wir zwei Minuten gehört. Der Neftali Manzambi nach seinem ersten Goal in der Super League. Neftali Manzambi, das erste Tor im ersten Spiel für den FC Basel. Sie sind ein glücklicher Mann. Also heute ist für mich gelungen, super. Und meine Familie ist da, das war ein super Tag für mich. Erst einmal von Anfang an gespielt und auf die rechte Seite. Aber ja, das ist kein Problem. Ich habe so trainiert die ganze Woche. Und ich bin auch zum Abschluss gekommen und mit Glück ein bisschen ist er drin. Was sind Sie jetzt, Mittelstürmer oder Außenverteidiger? Wo werden wir Sie in der Zukunft sehen? Wahrscheinlich als Außenverteidiger, oder? Also im Herz sicher bin ich ein Stürmer, ich will immer Tore machen, klar. Aber ich spiele, wo der Trainer mich einsetzt. Und ich probiere so viele Minuten wie möglich zu haben und gut zu machen. Ja. Vielen Dank, merci. Das nächste Riesentalent also im Dress vom FC Basel. Mal schauen, wie das da hier weitergeht. Und dann war das Spiel eigentlich entschieden gewesen, aber es hätte gleich noch 3 weitere Goal gegeben. Die liefern wir natürlich jetzt im Schnelldurchlauf nachher. Der Ricky van Wolfswinkel war es. Ich glaube, da könnte man Offside pfeifen, oder Zubi? Ja, er steht knapp beim Offside. Aber jetzt, wo wir ja gerade den Guillaume noch da haben, extra, bin ich sicher, dass er weiß, dass er den Ball könnte besser abwehren in dieser Situation. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er ihn richtig getroffen hat von Wolfswinkel. Er geht ein bisschen über den Ausserrist. Genau. Und war ein bisschen überrascht. Aber dann geht es weiter mit dem
5-1 von Majetti. Es war fast eine Kopie gewesen. Auch wieder von der, über die Seite. Ball El Nussi in die Tiefe rein, einfach. Wir sind viel zu weit weg und wieder hier in den nächsten Ecken rein. Das ist der Mist, der Karren ist gelaufen gewesen. Und dann hat Rajetti noch mit dem Doppelpack am heutigen Abend. Da hier dann noch 6-1. Und ja, da ist die Rückfahrt eben auch im Ganzen so toll. Was mich gleich noch würde interessieren, man hat gegen IB als einzige Mannschaft zweimal gewonnen. Genau das hier natürlich noch der zweite Treffer von Majetti. Das ist einfach unglücklich, und da merkt man halt. Und so hat das auch gesagt, man konnte machen, was man wollte. Ja. Der Ball ist irgendwo rein. Man hat auch nicht gut ausgesehen. Spiel zum Vergessen. Aber gleich schade, wenn man den Trainer gehört hat vor dem Spiel. Offensiv, man mutig sein, jetzt wollen wir mal ein bisschen angreifen. Und nachher sieht man dann die Vorführung. Ja, gut, abhökeln. Jetzt geht es in die nächsten Spiele. Genau. Jetzt hat man 6 Spiele eigentlich sehr gut gespielt beim FC Thun. Man hat das Gefühl gehabt, dann, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann spielt der FC Thun extrem stark. Ist das heute ein bisschen, ja, man hat sich fast sicher gefühlt, dass das wieder der Druck ein bisschen verloren gegangen ist? Oder? Ja, so vielleicht. Das ist schwierig zu sagen, aber das kann schon sein. Also nach der Niederlage von Lausanne ist der Druck vielleicht ein bisschen ausgelöst. Ja. Aber ja, da haben wir auch weil mutig auftreten, also klar, was die anderen machen am Schluss. Wir wollen wirklich auf unsere Leistung noch fokussieren. Und ja, also, ich muss auch sagen, dass Basel sehr gut gemacht hat heute. Also von am Anfang an viel Druck gemacht und ja, da waren wir einfach nicht bereit. Und ja, es gibt manchmal ist es so, Fußball. Also ganz herzlichen Dank, Guillaume Pfeffer, dass ihr trotzdem kurz hier bei uns war, nach dem Abend, der nicht so unbedingt toll war. Merci vielmals. Und wir wollen uns natürlich jetzt noch kurz das Resultat in Übersicht anschauen. 16 Goal haben wir an diesem heutigen Abend allein gesehen. Wir haben nämlich schon gestern Lausanne gegen GC 0-1, IB 2-1 gegen Luzern. Das ist also das Spiel, das die Meisterschaft entschieden hat. Basel heute mit dem 6-1 gegen FC Thun, also 7 Goal hier. Lugano gewinnt gegen St. Gallen 2-1 und der FCZ spielt 3-3 unentschieden mit dem FC Sion. Und der Tabelle hat das jetzt folgende Auswirkungen. Lugano als die Mannschaft, die gewinnen kann, heute, die kann einen Schritt vorwärts machen. Basel sichert sich Rang 2. Das ist also jetzt auch definitiv vorne alles klar. Hinter, da bleibt es weiterhin extrem spannend. Dort hier viele, viele Mannschaften in diesem Abstiegskampf involviert. Im Moment Lausanne eben doch ein bisschen abgeschlagen. 2 Punkte hinter Sion und nachher eben der GC und Lugano doch jetzt schon 7 Punkte vorne dran. Also, zu bei dem Abstiegskampf, der wird ganz interessant, glaube ich, mit immer noch vielen Teams. Ich werde gleich noch ganz kurz ein Wort zum FC Basel. Heute der 2. Platz gesichert, eine wahnsinnige leistige Reaktion auch auf den Meistertitel von Ibe gestern zeigt für dich. Absolut Charakter zeigen, da muss man sagen, da muss man es höchlich machen. Die Mannschaft ist gut vorbereitet in das Spiel gegangen, die haben gewusst, um was es geht heute. Der Raphael Wicki hat eine gute Mannschaft ausgesucht, hat auch ein bisschen probiert jetzt. Und wir sehen auch, dass halt da neue, junge, hungrige Spieler nachstoßen. Und wir sehen es auch schon auf den Hinblick auf die nächste Saison, dass Basel natürlich wieder will und muss angreifen. Und das ist jetzt die grosse Aufgabe, wie sie jetzt das machen. Und jetzt haben sie die Spiele noch da, um etwas zu machen. Also Basel plant jetzt die nächste Saison und wir planen jetzt die Eishockey-WM. Die fährt nämlich nächsten Freitag an und wird ganz, ganz heiß, aber natürlich eiskalt serviert. Die volle Dröhnung Eishockey. Im Mai? Das gibt's doch nicht! Doch, Tiro Club zeigt das Beste, was der Eishockeysport zu bieten hat. Jeden Tag live. 16 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel im Eishockey. Was für ein Spiel! Weltklasse-Tor! Das war für ein Hockeyherz fantastisch. Ich meine, ich freue mich. Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark. Ab dem 4. Mai. Live auf Teleclub. Das also der nächste Freitag und Sonntagabend, 6:30, das ist der Termin für das Heimspiel. Heute mit einem ganz, ganz speziellen Gast, mit dem Meistertrainer, Adi Hütter. Also Pflichttermin für jeden Fußballfan. Unbedingt dranbleiben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Pascal Zuberbühler. Schön, dass du da warst. Genau, Lukas. Und ja, merci vielmals euch daheim. Weiterhin ein schönes Wochenende und einen guten Wochenstart. Ade miteinander.